Moin Moin, Euromaniacs, ist er schon. Ich begrüße euch am heutigen Freitag zu einem neuen Overwatch-Video. Während heute Morgen das große Doppel-XP-Wochenende in Overwatch endlich gestartet ist und ihr haufenweise Lootboxen und Level übers Wochenende erfahren könnt, gibt es mal wieder eine relativ große Anzahl an Overwatch-News, die ich heute mit euch mal so ein bisschen kompakt zusammengefasst besprechen möchte. Wie üblich gilt dabei, wenn ihr eine Meinung zu einem gewissen Thema habt, geht in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber sprechen, lasst mich eure Meinung hören, denn wie üblich, das interessiert mich einfach sehr. Ja, beginnen wir erstmal mit dem vermutlich größten Thema, dem sich Jeff Kaplan mal wieder in den offiziellen Foren angenommen hat. Die Rede ist dabei von Quittern, Leavern und möglicherweise auch so ein bisschen den toxischen Spielern von Overwatch. So gab es einen Forennutzer, der hat einfach mal so allgemein angefragt in den Foren, wie es denn aussieht, ob Blizzard zukünftig nicht Leaver sichtbar markieren könnte und einfach nicht dafür sorgen könnte, dass die Leaver zukünftig nur noch gegen Leaver anhand des Matchmakings antreten. Ja, der User zog dann Vergleiche, dass das andere Online-Titel auch machen würde. Das heißt, hat man da zu häufig einen Rage-Quit, wird vom System markiert, passiert es das so, dass man erstmal wirklich nur gegen andere Rage-Quitter antritt. Man hält also sozusagen die Spieler, die sich fair verhalten, von den Spielern, die sich unfair verhalten, ja so ein bisschen getrennt. Ja, sehr überraschend hat sich Jeff der Sache relativ schnell in offiziellen Foren angenommen und gab dazu verstehen, dass man lieber grundsätzlich eigentlich gar nicht im Spiel haben möchte. Auch wenn man die Idee, die hier angebracht wurde, mit diesem Separieren von Spielern relativ gut fand. Trotzdem, und das gab Jeff zu verstehen, implementiert man momentan ein neues System, das in Betracht zieht, wie viele Bans ein Spieler in der Vergangenheit schon hatte, um diesen dann möglicherweise komplett den Zugang zum Ranglistenmodus zu versperren. Yep, ihr habt jetzt gerade wirklich richtig gehört. Der User fragte hier quasi im Grunde genommen nach einer Redlist, mit der Spieler einfach markiert werden und bekam als Antwort den Hinweis darauf, dass Blizzard zukünftig noch härter durchgreifen möchte und ja, Leute, die einfach bekannt sind fürs Quitten, fürs Leaven, die vielleicht sogar schon mal einen Bann kassiert haben, zukünftig auch komplett ausschließen möchte, wenn deren Verhalten oder wenn sie rückfällig werden, wenn man, weiß nicht, in Season 3 einen Bann hatte, in Season 4 einen Bann hatte, ist die Chance einfach da, dass ein Permaban folgt und in gewisser Weise wirkt es natürlich erstmal irgendwo richtig. Ja, Jeff betont an der Stelle auch nochmal, wie wichtig es eigentlich sei, dass Spieler die Quitter und auch Trolle und Leute, die einfach negativ auffallen, reporten. Denn ja, auch wenn sich Reports manchmal sehr, sehr nutzlos anfühlen, ich kenne das selbst nur zu gut, schon alleine, weil man ja nie über den Stand von einem Report informiert wird, ja, Reports haben einfach ein Gewicht und Reports sind für Blizzard wichtig und sind quasi so diese erste Anlaufstelle. Wenn niemand einen Quitter meldet, wird dieser Quitter vermutlich irgendwo damit durchkommen. Oder nehmen wir ein besseres Beispiel, wenn niemand einen Troll im Match meldet, dann ja, kann der einfach sein Verhalten durchgängig eigentlich durchziehen. Ja, persönlich muss ich hier ganz ehrlich sein, ich mag die Idee sehr, dass man Quitter-Trolle und Leaver einfach nur noch mit gleichgesinnten Leuten in eine Partie wirft. Also diese Grundidee von dem User. Einfach weil sowas auch in meinen Augen schneller fix sein könnte. Wenn ein Account X Markierung auf sich hat, dann hey, Matchmaking soll den einfach gegen Leute schicken, die ebenfalls als Trolle bekannt sind, die als toxisch bekannt sind, die als Quitter bekannt sind. Ich meine, wir haben mit Sicherheit alle schon mal einen Spieler gemeldet und irgendwie dann keine Konsequenzen gespürt. Aber allgemein stimme ich natürlich Jeffy ganz klar zu, man sollte natürlich langfristig gucken, dass man diese Leute gar nicht erst im Spiel duldet. Und hey, wir reden hier nicht über die Personen, die gelegentlich mal einen Disconnect haben. Und wir kennen das alle, hast du mal einen Disconnect, hast du auch diesen, was ist es, glaube ich, 10 Minuten Mini-Bun quasi, bevor du dich wieder einranken kannst. Passiert es häufiger, geht das ja länger, dann kriegst du mal einen Tag, irgendwann kriegst du mal eine Woche. Wie gesagt, wir reden hier nicht über Leute, die gelegentlich mal einen Disconnect haben. Wir reden hier wirklich über Leute, die vorsätzlich quitten und die vorsätzlich einfach das Spiel für andere kaputt machen. Ja, wie üblich interessiert mich aber, hey, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von diesen härteren Strafen? Was haltet ihr möglicherweise vom Permabans, vom Ranglistenmodus, die Blizzard hier in Betracht zieht? Sind härtere Strafen gut? Lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Ja, doch die härteren Strafen sind nicht die einzigen News der letzten Tage, denn wenn Jeff einmal im Forum redet, ist es schwer, ihn ein bisschen zu stoppen. So gab es die Tage den ersten Einblick in das neue Artbook für Overwatch, das im Herbst erscheinen wird. Das Ganze erscheint in zwei Editionen, einmal eine normale und dann gibt es noch so eine richtig fancy Edition mit ein paar Prints drin und sieht wunderbar aus, wer sich für die Art hinter, oder die Kunst hinter Overwatch interessiert, wie Charaktere früher ausgesehen haben, Konzeptarts und sowas, der wird seine helle Freude an diesem Artbook vermutlich haben. Ich habe diverse Artbooks von World of Warcraft und so weiter und ich weiß, wie viel Liebe Blizzard da reinsteckt.
Ja, auf jeden Fall soll es nicht darum gehen, dass das Artbook angekündigt wurde. Das passiert tatsächlich schon vor ein paar Wochen. Stattdessen geht es darum, dass eine erste Seite aus dem Artbook veröffentlicht wurde. Und darin zu sehen war ein altes Lucio-Konzept, wie dieser eigentlich mal aussehen sollte. Ja, was folgte, war eine riesige Begeisterungswelle und die Forderung nach dem Skin war so groß, dass Jeff zu verstehen gab, dass man darüber nachdenken könnte, dieses alte Design mal irgendwo als Skin umzusetzen. Und ich kann an der Stelle nur sagen, hey, großes Yeah von meiner Seite, denn ich gehöre zu denjenigen, ich mag viele der Lucio-Skins nicht. Ja, ich mag den von Summer Games letztes Jahr, ich mag auch den neuen Musiker, der ist wunderbar, auch mit den Musikeffekten, die neue. Aber dieser Skin, der hier im Artbook zu sehen ist, der sieht einfach so verflucht gut aus und ich hoffe, Blizzard setzt das mal durch. Wir wissen ja, es gibt allgemein sehr viele Konzeptarts von Overwatch und viele Charaktere sahen früher mal anders aus. Ich würde es cool finden, wenn wir vielleicht irgendwo mal so in den Lootboxen einfach ein paar Konzeptskins reinkriegen. Wie hat Soldier damals ausgesehen? Wie waren die ersten Ideen für Reinhardt? Sowas wäre echt cool. Ja, und wenn wir schon von Overwatch Merchandise, wie zum Beispiel dem Artbook sprechen, dann sollten wir auch über die neue Tracer-Figur reden. Denn nach den sehr hochwertigen Blizzard-Statuen von Reaper, Tracer und Widowmaker, sowie den Funko-Pop-Figuren oder auch die Nendroids, die jetzt dieses Jahr noch kommen, hat Blizzard sich entschieden, eine weitere Tracer-Figur auf den Markt zu werfen. Dabei kann man diesmal eher von einer, ich würde es jetzt fast Action-Figur reden. Es handelt sich dabei um eine Figma-Tracer. Das heißt, Figma sind diese sehr detailreichen Statuen. Das Ganze ist 14 cm groß, ist aus PVC, ist voll artikulierbar anhand. Also man kann quasi den ganzen Körper kann man verbiegen, wie man lustig drauf ist. Erscheint Ende 2017 und für diejenigen, denen vielleicht die großen Statuen mit 150 Euro und Versand und so weiter zu teuer sind, diejenigen, die auf den Look dieser Nendroids nicht stehen, für die könnte das irgendwie so der perfekte Mittelweg sein. Soweit ich gehört habe, sollen auch weitere Figuren dieser Figma Edition in Arbeit sein. Ich hab's Leuten hören, dass es möglicherweise ein Genji geben soll. Das ist zumindest das Gerücht, was derzeit die Runde macht. Da müssen wir einfach mal abwarten. Aber ich finde diese Figur super cool, gefällt mir richtig gut. Ich habe mir persönlich die Nendroid bestellt. Ich habe mir auch die neue Widowmaker-Statue bestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir die noch dazu bestelle, weil irgendwo sind auch meine finanziellen Mittel an Merchandise von Overwatch mal erschöpft. Aber ich finde die Figur cool und vielleicht hole ich sie mir doch und dann kennt ihr es von mir. Ich werde euch das Zeug natürlich in Videoform vorstellen. Ja, Freunde, das waren heute mal so ein bisschen kompakte News, drei auf einmal. Geht in den Kommentarbereich, sagt mir, was haltet ihr von den Sachen, was haltet ihr von den Bands, was haltet ihr von diesem neuen Lucio-Skin, der vielleicht am Horizont ist und wie sieht das mit der Statue aus? Ich weiß, viele von euch waren damals sehr laut, als es darum ging, eine Meinung zu den Figuren zu haben. Also als ich euch die Reaper-Statue vorgestellt habe, da haben viele gesagt, hey, ich möchte eine Action-Figur haben. Jetzt haben wir eine Action-Figur, die möglicherweise aber dann doch eher in so einen Premium-Preissektor reingeht, aber wie üblich mich interessiert, was haltet ihr von den Sachen?